Aber ich hoffe einfach nur, dass es nicht Nick Pope sein wird. Bitte sei nicht Nick Pope. Bitte sei kein Engländer. Von mir ist er ein Engländer, aber dann sei Harry Kane oder so. Belgien. Zack, und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode bzw. zur nächsten Ausgabe, zur nächsten Episode. Ja, wir sind am Start heute mit einem erneuten Team of the Season Review sozusagen, denn wir haben momentan SBCs und zwar für einen Team of the Season Spieler aus der Premier League. Und das Premier League Team of the Season, es gibt eigentlich nur einen Spieler, den man da nicht bekommen möchte, und das ist der Keeper von Burnley. Ich habe ehrlich gesagt gerade überhaupt keine Ahnung, wie er überhaupt heißt, aber der ist auf jeden Fall der einzige, wo man sagen würde, okay, den würde ich vielleicht nicht gerne haben. Ansonsten gibt es keinen Spieler, wo man wirklich sagen kann, Pope heißt er. Ansonsten gibt es keinen Spieler, wo man sagen kann, ja, den würde ich nicht gerne haben, weil die sind alle richtig krass. Die Voraussetzungen dafür sind absolut nicht schwer. Und dementsprechend werden wir uns heute ein Team of the Season Spieler holen und den reviewen. Wir hoffen natürlich, dass es nicht Pope wird. Aber ansonsten werde ich den nochmal eintauschen am Dienstag, weil da gibt es die nächste Challenge, soweit ich mich erinnere. Und, oder Mittwoch, bin mir nicht hundertprozentig sicher. Und dann kann ich nochmal die Chance haben und ziehe hoffentlich nie noch das zweite Mal den. Aber vielleicht ja auch doch, wer weiß. Wir werden sehen. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euer Pack war. Wenn ihr es denn gemacht habt, hier ist eine Infokarte, habt ihr diese Packs gemacht oder nicht? Infokarte ist übrigens. Also auf mir quasi. Ja, habt ihr sie gemacht, habt ihr sie nicht gemacht? Wenn ja, was habt ihr gezogen? Ballert es auf jeden Fall in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch selber Packs ziehen möchtet, jetzt fürs Team of the Season, dann ja, checkt die Videobeschreibung aus. IG Vault 6% Rabatt auf eure FIFA Points, PSN und Microsoft Guthaben. Lohnt sich also auf jeden Fall, das mal auszuchecken, weil schlicht und ergreifend es der einzige Weg ist, Packs zu ziehen. Also der sinnvollste Weg ist, Packs zu ziehen. Und ihr mich damit unterstützt. Also besser geht es quasi für mich nicht und für euch im Optimalfall auch nicht. Instagram, Twitter, Facebook, AskFM für Fragen sind auch in der Beschreibung. Wir haben dazu heute noch Squad Battle Rewards. Die werden wir uns auch noch abholen und reinhauen. Und ich werde noch mal ein bisschen kurz was zur Weekend League sagen. Denn ich habe jetzt die Weekend League wieder mit dem gleichen Team gespielt. Mit meinem Team of the Season Vardy. Und auch wenn Vardys Stats selber nicht schlecht sind individuell, muss ich doch ganz ehrlich sagen, dass mich diese Weekend League wieder ein bisschen enttäuscht hat. Ich habe im Endeffekt Silber 1 geholt, wie ihr seht. Ich habe aber auch nicht zu Ende gespielt. Ich habe, achso, es läuft sogar noch. Guck mal an. Dann werden wir vielleicht gleich sogar Weekend League spielen mit dem Spieler. 16 Siege, 13 übrige Partien. Also ich werde jetzt nicht mehr auf die 18 kommen auf Gold. Ich habe dementsprechend 11 Niederlagen. Ich stand zwischendurch 6:2. Dann stand ich 8:6. 8:7. Bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall, nee, 8:6. Dann stand ich 15:6 und dann stand ich 15:11. Fantastisch, oder? Läuft richtig bei mir. Aber was soll's, ich habe sowieso diesen Monat abgeschrieben, weil Elite schaffe ich eh nicht, weil ich nächstes Wochenende quasi keine Zeit habe zu spielen. Deswegen ist es nicht so schlimm, deswegen ist es nicht so dramatisch. Natürlich wäre es schön gewesen, Packs zu haben fürs Team of the Season, aber was soll es. So, wir werden kurz in die SBC reingehen, machen die eben. Und zwar sieht das Ganze so aus. Ich weiß nicht, ob ich die so mit Carry Out hochgeladen habe, mein EFL Team of the Season. Ich kann es mir schon vorstellen. Mit dem Bala Club weiß aber nicht genau. Iličić, Adoriz, André Gomez, Shaqiri, Klein, Bender, Tah, Baumann, Schmelzer und Forsberg. Schicken wir so ab und dafür bekommen wir ein Premier League Team of the Season. Also im Optimalfall eine richtig kranke Karte. Ich bin mal sehr gespannt. Es gibt, wie gesagt, es gibt extrem geniale Karten. Beispielsweise ein Harry Kane, beispielsweise ein Mo Salah, auch wenn ich ihn persönlich nicht spielen würde, wahrscheinlich, aber trotzdem. Absolut genial. De Bruyne wäre mein absoluter Wunschspieler. Vielleicht ziehe ich den ja sogar. Wer weiß. Also De Bruyne wäre wirklich überragend. Das wäre... Wow. Hier ziehen wir erstmal einen Soundsy. Ist okay, sind Squad Battle Rewards. Die sind eh nie so wirklich überragend. Beziehungsweise da gebe ich nicht so viel drauf. Aber ja, Pereira. Das karte ich mal. Wollte ich erst eintauschen mit Brahimi. Zusammen habe ich nicht gemacht. So kann es laufen. Vielleicht noch ein Board im Premium Goldspieler Set. Nein, diesmal wird es ein Thin Pack. Dementsprechend uninteressant. Aber wir haben ja noch das Team of the Season Premier League Pack. Und wie gesagt, also... Ich erwarte nicht viel. Ich erwarte diesen Packs nie wirklich viel. Aber ich hoffe einfach nur, dass es nicht Nick Pope sein wird. Bitte sei nicht Nick Pope. Bitte sei kein Engländer. Von mir ist er ein Engländer, aber dann sei Harry Kane oder so. Belgien. ZIV. Alter Weireld. Vertonghen? Vertonghen. 92er Bewertung. Das ist... Oh, ach Mann, warum ist es nicht De Bruyne? Warum ist es nicht De Bruyne? Das ist okay. Das ist nicht überragend, aber es ist auf jeden Fall in Ordnung. Kann ich nur nicht einbauen. Das ist ein bisschen schlecht. Also zumindest nicht in mein, in mein Weekend League Team. Aber ich bastel mal eben eins zusammen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann schauen wir mal, was Vertonghen so kann. Machen wir jetzt schon mal. Aber der ist ja untauschbar.
Also 75 Tempo, 94 Defending, hohe Arbeitsraten, 95 Schusskraft, 75 Longshots, faire Zeit. Ist schon überragend, die Karte, muss man sagen. Aber es ist keine De Bruyne, den hätte ich lieber gehabt. Egal. Also Innenverteidiger ist das Bitterste, was du ziehen kannst, ja. Außenverteidiger, Young wäre noch krass gewesen, Walker wäre krass gewesen, aber Innenverteidiger. Egal. Nächstes Mal wird besser, jetzt brauche ich das Team. So, Team ist fertig. Ederson haben wir im Tor. Davor haben wir Marcelo, Vertonghen, Walker und Juri. Dann Cyprien mit Fekir. Cyprien stelle ich noch in die Mitte wahrscheinlich. Und Dembélé. Zehner spielt Crespo. Und vorne haben wir Hunter und Gamairo. Allerdings wird Crespo ausgewechselt. Und dafür werde ich Depay reinbringen. Und für Depay schaffe ich jetzt noch Platz auf der Bank. Und zwar mit Mbolo. Und ich würde sagen, dann suche ich mal einen Gegner. Und wir sehen uns gleich wieder. Wenn ich den jetzt schnell zum Quitten bringe, schaffen wir eventuell sogar noch das zweite Spiel und den 18 Sieger. Aber ich glaube, ja, bei dem Team das eher nicht, ehrlich gesagt. Ich bin gespannt, wie das jetzt performen wird. Mein Vertonghen und vor allem Crespo auf AC. Also Crespo wird nicht 10er spielen, aber Depay, mit dem ich noch nicht gespielt habe, bin ich mal gespannt. Alex Hunter macht das 1:0, nachdem Crespo da ja behindert wurde, aber egal, das ist seine einzige Aktion in diesem Spiel, wird seine einzige Aktion bleiben, aber lief gut. Oh Mann, Alter, mit links, Alter, als ob. Chanceverwertung war scheiße, hat sich jetzt ausgezahlt für den Gegner. Zack, und plötzlich eine Chance, ein Tor. Das ist, naja, egal. Gamairo 2-1, sehr gut. Zack. Das war stark. Das war stark von Walker und auch sehr, sehr stark von Gamairo abgeschlossen. Oder Gamairo oder Jamairo oder wie auch immer ausgesprochen wird. Baguette. Fantastisch. Dazu kann man wirklich nicht mehr sagen. Was ist mit meiner Verteidigung da los? Wir haben gerade ein Tor geschossen und nichts ist da. Das ist so Anstoßglitch. Und 45. Minute natürlich. Ey, solche Tore, ne? Vor allem, dass Ederson ihn auch nicht hält, wenn er sowieso schon dran ist. Das ist irgendwie zum Kotzen. Das war wiederum einfach, weil er gedacht hat, ich ziehe mit Crespo zurück. Nimmst du den Ball? Dankeschön. Gamero mit einem Hattrick. Hätte ich auch nicht gedacht. So, 5-2, die Geschichte ist durch. Sehr gut. So, ein Spiel schaffen wir noch. Oh, ja, alles klar. Alter, da denke ich mir, ich habe noch ein bisschen. Ich quitte und mache noch ein. Da habe ich jetzt keinen Nerv zu, wirklich nicht. Ist halt ganz schön, ne? Weil ich habe sowieso nur noch ein Spiel, was ich machen kann. Das heißt, ich kann mir jetzt meinen Gegner aussuchen. Das sieht okay aus, damit kann ich leben. Also das gerade war ja, das war unmöglich, beim besten Willen. Sorry, ich weiß, das war jetzt ein ziemlicher Bitch-Move, aber das geht ja null. Also wirklich nicht. Das wäre nur Sweaten gewesen, hätte ich das hätte ich halt mit hoher Wahrscheinlichkeit gegen dieses kranke Team verloren. Und dementsprechend war es mir da einfach nicht wert zu sagen, hey, ziehe ich trotzdem durch, weil ich habe nur noch ein Spiel und ich will halt im Optimalfall ganz gerne noch auf Gold 3 kommen, um wenigstens ein bisschen Packs zu haben, die passend sind. Und dafür muss ich halt aber eben gewinnen. Ich denke mal, von dem Standpunkt aus könnt ihr es auch verstehen. Alex Hunter, wieder schon ausgewechselt, juckt ihn aber nicht. Er macht wieder das 1:0 und wieder ganz früh. Ach ja. Danke, Nabil Fekir, für deinen genialen Pass. Danke auch Ederson, dass er nur stehen bleibt. Aber der Pass von Fekir war einfach genickbrechend. Besten Dank dafür. Ich weiß nicht, warum er den so beschissen spielt. Ach ja, FIFA. Der passt wieder. Genial, danke Juri. Ich habe nicht dahin gedrückt. Also der sollte schon in der Mitte, aber halt zentral vor das Tor irgendwie reinklatschen einfach. Und nicht so in den Rückraum, wo der Ball nicht ankommen kann. Ich muss aber dazu sagen, wenn ich jetzt verlieren sollte, ist halt einfach Karma, ne? Dann habe ich es halt auch nicht anders verdient, weil ich gerade aus der Partie rausgequittet bin und nicht gespielt habe. Oha! Verdongen, geiler Typ. Beschweren kann ich mich da nicht. Oh, komm, Vertonghen. Yeah. Zweimal hintereinander so dicke Chancen und beide Male gerade so vereitelt. Hm.
Oh, was? Mein Gott, Depay. Leg da doch ein bisschen was dahinter. Es war nicht optimal. Okay, alles klar. Okay, hab nichts gesagt. Marcelo macht das Tor. Es war nicht optimal gemacht, klar, aber den kann man trotzdem reinmachen. Egal. Mein Gott, was sind das für Gegentore? Da krieg ich so einen Hals. So ein Bullshit, Alter. Meine Fresse nochmal, ey. Das kannst du doch keinem erzählen. Das ist so lächerlich. Gott sei Dank ist bei mir wieder Cristiano. Ich bin am besten, wenn ich sauer bin. Ist halt einfach so. Wenn ich nicht zu sauer bin, sondern wenn ich nur angesäuert bin. Oh, wie viel Pech kann man haben? Ist der Linksfuß, ist der Rechtsfuß? Warum nimmt er seinen. Ich glaube, es war sein Schwacher. Ich glaube, es war sein Schwacher. Warum nimmt er den Schwachen? Warum nimmt er nicht den Starken? Vor allem, warum rutscht er überhaupt? Den hätte er auch locker schießen können. Egal, Hernan Crespo ist ja da. Ah, Sergej gerade eingewechselt. Ich habe so viel Spaß mit dieser Karte. Normalerweise spielt er nur in Squad Battles, aber der ist einfach so eine Maschine, so ein Killer. Das ist nur der 86er, es gibt einen 88er. Überleg mal, es wird ein Team of the Season von ihm geben und der macht so schon solche Dinger. Heieiei. Das ist halt wieder so die perfekte Antwort im Spiel drauf. Du hast Spaß. Ey, wir machen mal wieder was richtig Lächerliches und zeigen einfach, dass unser Spiel kompletter Bullshit ist. Weil, als ob von da, aus der Position, umstellt von drei Spielern mit einem halbwegs vernünftigen Torwart im Tor, Sané mit rechts trefft. Also treffen würde. Also, ne? Absolut lächerlich. Ich hätte auch gekotzt, ne? Ich hätte auch gekotzt. Der Spielerwechsel geht einfach nicht zum einzigen Spieler, der Sinn ergibt. Mir ist übrigens gerade aufgefallen, Sané hat nur 5 Chemie oder so. Der ist nämlich Mittelstürmer als. Also, ne, nicht mal linker Stürmer, glaube ich, als Stürmer. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber normalerweise dürfte dem nichts gelingen. Und der macht sogar ein Tor mit rechts. So ein Tor mit rechts. Egal. Komm, Sergej. Ich feiere Sergej Milinkovic-Savic wirklich übertrieben. Das ist so eine geile Karte. Das ist so ein geiler Spieler. Und ich habe den vor allem am Anfang des Jahres schon gefeiert im Karrieremodus. Ja, also ich habe den schon länger auf Rechnung, auch letztes Jahr schon im Karrieremodus. Und dass er in Realität halt so am Durchdrehen ist und so extrem gut spielt bei Lazio, das ist schon auf jeden Fall sehr, sehr geil. Wir werden es also schaffen, dank eines Quits und trotz eines Quits hier noch 18 Siege rauszuholen am Ende, obwohl ich das ehrlich gesagt nicht gedacht hätte, weil ich eigentlich nicht die Zeit gehabt hätte dieses Wochenende. Ist aber sehr schön, will ich mich auch nicht drüber beschweren. Beschweren kann man sich da eher weniger. Und dementsprechend, ja, würde ich sagen, sehen wir uns gleich nochmal in der Foot Hub aus, was passiert jetzt noch irgendwas, was ich nicht glaube, abgesehen vom 6 zu 4. Klasse Wertungen. So, 18 Siege, Gold 3, damit kann man auch definitiv leben. Was gibt es diese Woche in den Belohnungen? Gibt es da irgendein Detail, wollte ich. Genau, irgendein Reward. Ja, Davies. Oh, der sieht sogar sehr nice aus, ehrlich gesagt. Ich glaube, da werde ich doch mal. Muss ich ja sowieso machen für Crespos Hybrid Tour. Werde ich doch mal spielen. Wenn ihr übrigens fragt, warum strecke ich mich die ganze Zeit? Es ist noch früh morgens, es ist 9.17 Uhr. Und dementsprechend bin ich müde. Aber egal, das war's von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare, wen ihr gezogen habt. Und die nächste Episode gibt es dann mit dem nächsten Team of the Season Spieler. Und zwar, sobald das Pack draußen ist. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis dann, macht's gut und rein. Und ciao.